Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. Hey, schön, dass ihr da seid. Dann lösen wir heute Montag, den 6. November. Bisschen schwungvoll. Naja. November haben wir da unten, gell? Montag ist wo auch immer. Und der 6. ist da oben. Dann ja, wir bauen einfach irgendwas. Ich habe eh keine Ahnung, was ich mache. Und ja, das geht schon wieder nicht mehr, gell? Den da könnte man machen. Und den hier zum Beispiel, dann hätten wir die 6 auch schon weg, gell? Das geht gar nicht. Den hier hinsetzen und darum haben wir den Montag. Ich sehe das ein bisschen schlecht. Das geht dann aber da oben nicht. Ah, das ist irgendwie blöd, hä? Die 6. Könnte den hier hinsetzen. Und keine Ahnung. Den hier runter. Montag haben wir immer noch da. Das wäre ja nicht so gut. He? Das auch nicht. Das auch nicht. Oh, wird aber langsam knapp. He? Dachte gerade, irgendwas fehlt. Ja, zündende Idee, hä? Müsste man den da hinten nach hinten machen? Könnte man. Ah, der da geht natürlich relativ schlecht, hä? Der da würde hier hingehen. Immer noch Montag. Das geht hier nicht. Dann müssten wir vielleicht den da ersetzen. Den hier rein. Und Montag, 6. November. Wow, wow, wow. Über 3 Minuten. Ja, okay. Naja, für den Anfang ist es okay. So, jetzt machen wir das Hintergrundbild. Wir haben da dieses Wochenende recht viel rumprobiert und irgendwelche Sachen versucht hinzukriegen, aber nicht wirklich was hingekriegt. Und heute habe ich mich jetzt für diesen wunderschönen Prompt entschieden. Feminine Tor, Fire and Ice, Wikinger, Kriegerin mit Schild und Schwert, du kannst sie auf Full Body, was aber nie funktioniert. Dann die Seed, die habe ich übernommen von Bild, das ich mal gehabt habe. Dann das Bildformat mit 16:9, Style auf 750, Wirt 666 und Chaos 42. Und wenn ich Glück habe, dann wird es ein schönes Bild oder 4 schöne Bilder. Und wenn nicht, dann, naja, werden halt sehen, gell? Es ist halt ein bisschen blöd, man muss halt ein Bild hinkriegen, das vielleicht auch in den nächsten Tagen was werden kann. Oder es gibt jetzt ein, ja, eigentlich 8 6 5 4 6 Weiterentwicklungen von diesem Bild, wenn wir Glück haben.
Wenn wir Pech haben, dann werden wir es zwischendrin schmeißen müssen. Aber dieses Mal hoffentlich doch kriegen wir es hin. Er ist nicht ganz so schnell. Hä? Wahrscheinlich macht es nachher einfach Flutschen, das ist da. Na komm, ich kann es mal aktualisieren, vielleicht bringt es ja was. Dumm. Nö. Außer, dass Help rausgefallen ist. Na komm, mach. Das ist so langsam, das könnte ich ja fast selber zeichnen. Nein, kann es natürlich nicht, weil ich nicht zeichnen kann, aber, also, naja, fast ist das nicht. Wir können es jetzt einfach bescheißen und sagen, komm, das Bild ist fertig. Diese wunderschönen vier Bilder hat er gemacht. Wir machen die mal groß. Ja, diese vier Bilder hat er vorhin gemacht. Sie sind wirklich schön. Die Frage ist jetzt halt, mit welchem Bild machen wir weiter, gell? Oben links gefällt mir eigentlich die Lichtstimmung, so sieht recht cool aus und ja. Oben rechts ist der Blick recht cool und unten rechts eigentlich auch und unten links irgendwie auch. Ich persönlich hätte mich jetzt wohl für, habe keine Ahnung, wofür habe ich mich auch entschieden, unten rechts oder oben links oder oben rechts. Unten links, die erinnert mich an irgendwen. Unten rechts. Ja, unten rechts. Unten rechts ist, glaube ich, gut. Wir nehmen unten rechts. Unten rechts ist gut. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, gell, welches Bild hättet ihr genommen und warum? Schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Und morgen werden wir dann wahrscheinlich einen Zoom-Out machen. Mal schauen. Und dann schauen wir mal, was er da rundherum bastelt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Zum nächsten Video. Ciao miteinander.